Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 14. Februar 2021, 7.50 Uhr, hier auf Nimmerland. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Oh, hat jemand den Film gestern im Fernsehen gesehen, in der die ganze Zeit wiederholt wird? Ich habe ihn so oft gesehen und bin trotzdem am Ende jedes Mal total überrascht. Jedes Mal. Ach, du liebe Zeit, da rede ich wieder mal nur übers Fernsehen. Tut mir leid. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich dachte, wir haben heute Valentinstag, Leute. Naja, egal. Herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute wird es ein Part geben. Und, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag. Oh. Ah, bei dir stapeln sich die Geschenke zum Valentinstag. Bestimmt bis zur Venus, oder? Aber hier ist trotzdem noch eins. Du bist einfach ein guter Nachbar und das muss auch mal anerkannt werden. Oh, danke, Edde. Oh, Misuzu, einen wunderschönen Valentinstag. Dieser besondere Tag beschert mir stets ein Kribbeln im Bauch. Ich war mir bezüglich eines Präsents für dich nicht eins, aber ich hoffe sehr, dass es zu gefallen weiß. Oh, danke, Misuzu. Oh, Thomas. Alles Gute zum Valentinstag. Dieses Bouquet repräsentiert all unsere gemeinsamen Erinnerungen. Mögen in Zukunft noch viele neue dazukommen. Wir könnten ein Album mit Latin Jazz machen. Folge unserer Musik, Thomas. Oh, danke, Thomas. Und Melinda schickt mir auch was. Frohen Valentinstag. Was könnte heute passender sein als ein herzförmiger Strauß Rosen? Boah, du spoilerst mich ja schon. Diese Blumen sind genauso besonders wie du. Hoffentlich hast du Freude daran. Oh, danke, Melinda. Wirklich, vielen Dank. Und Akademie des schönen Hauses auch. So, meine Pakete sind auch da. Och, dieser Wasserfall, ne? Am liebsten würde ich diesen Wasserfall-Sound einfach ausstellen. Es hört sich einfach an wie... wie stark. Okay, wir öffnen mal. Das war von Adam. Ein Herzbouquet, okay. Das war von Misuzu. Ein Herzbouquet. Das war von Thomas, ein Herzbouquet. Und das ist ein Dings. Wir können mal platzieren. Sehen die alle anders aus, oder? Oh, das sieht echt anders aus. Ich will mich nicht einsperren. Ich glaube, ich habe jede Farbe einfach bekommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Okay, sehr nice. Sehr nice. So, was haben wir hier? Ah ja, stimmt, habe ich ja bestellt, ne? Wir schenken heute meinen vier Lieblingsbewohnern Dinge. Und ich habe mir auch wieder Serien und andere Sachen aufgeschrieben, ne? Wie gesagt, nächste Woche kommt noch mal ein Part, wenn Karneval ansteht. Also wenn dieses Ding da ist halt, ne? Dann spielen wir auf jeden Fall... Ich weiß es nicht. Ich sollte vielleicht nicht so viel laufen. Ich sollte normal gehen, glaube ich. Dann bin ich schon nicht schlecht. Ja, genau. Dann würde ich einfach direkt sagen, erstmal erzählen, welche Serien ich beendet habe. Da wären einmal The 100, Staffel 7. Ist jetzt frisch beendet worden. Gibt auch keine weitere Staffel mehr. Finde ich sehr, sehr traurig. The 100 hat, obwohl, bin ich so traurig, weiß nicht. 7 Staffeln sind schon viele und Staffel 4, 5, 6 war nicht so toll. Aber Staffel 7 fand ich eigentlich ganz gut. Außer das Ende. Das Ende das fand ich ein bisschen seltsam. Aber da hat ja jeder seine eigene Meinung. Boah, wieso ist das so laut? Ich weiß es nicht, Leute. Hier ist gerade alles drunter und drüber. Obwohl ich den Eindruck habe, dass wir uns zwischenzeitlich mal über den Weg gejoggt sein müssten. Aber bestimmt war ich da immer gerade zur Rekordaufstellung. Blablabla. Gib mir einfach was. Ja, Sanwit handelt um 100 Menschen, die auf die Erde kommen. Da man in der Raumstation nicht mehr leben konnte, der hat nicht mehr genug Sauerstoff oder Essen und sowas. Und ja, da wurde dann einfach der Gefangenen-Distrikt auf die Erde geschickt. Obwohl sie eigentlich erst nach 100 Jahren auf die Erde geschickt werden sollten. Weil dort überall Radioaktivität herrschte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das da war, aber so ähnlich war es auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute. Ihr könnt mir da vertrauen.
haben wir natürlich schon. Wir gehen, glaube ich, erstmal zum Strand. Genau, ne? Sandro ist jetzt abgeschlossen. Lieblingsschauspieler auf jeden Fall Octavia und Clark. Die fand ich beide sehr cool. Auch wenn die zusammen gearbeitet haben. Fand ich mega nice. Dann habe ich mich tatsächlich doch noch dafür entschieden, Histak Materials Staffel 2 auf Amazon zu kaufen. 21 Euro, glaube ich, kostet die da. Also 100 habe ich außerdem auf Join gesehen. Genau, Histak Materials ist hier von Der Goldene Kompass Teil 2, also das zweite Buch, Das Goldene Messer. Ich glaube, so heißt das Messer. Auf jeden Fall, so, da geht es halt hauptsächlich um Messer und halt auch weiterhin um Lyra mit ihrem Kompass. Und Staffel 2 fand ich echt besser als Staffel 1 tatsächlich. Und da spielt auch die eine da, das Mädel aus GOT. Männer da in so einer Sitzung da eingeschüchtert hat. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Hier mit diesen, ja, wir haben zwar nur 50 Männer, aber die sind so gut wie 12 Männer. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, die spielt da jetzt auch mit. Habe ich mich gewundert, ja. Hat mich auch vielleicht ein ganz kleines bisschen gestört. Ich habe die ja erst vor kürzlich noch in Die kleine Hexe gesehen. Ist das so? The Worst Witch oder sowas. Da hat sie ja die Hauptrolle und dann hatte ich sie da halt auch wieder gesehen. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. Und die bekommt ja jetzt noch eine Serie, habe ich gehört. Dann denke ich mir nur so, wow. Wieso? Wieso? So gut fand ich die jetzt auch nicht, nur weil sie diesen Riesen da in GOT da zerstört hat. Naja, egal, ne? Da bekommt es. Ach nee, die spielt bei The Last of Us bald mit. Bei der Realserie. Die spielt Ellie. Oh, nee, die wollte ich nicht als Ellie haben. Nee, irgendwie nicht. Ich habe mir so schon irgendwas Süßes halt vorgestellt, wie Clementine aus The Walking Dead, ja? Also aus dem Spiel. Mit der man auch wirklich mitfühlt. Aber ich weiß nicht, ob die so die richtigen Gesichtsausdrücke machen könnte, die eine da, die da dann bekommt, die Rolle dann als Ellie da bekommt. Wieso gehe ich eigentlich nach Eugen? Ich bin so lost heute. Ich bin so lost. Ja, Leute, außerdem, ich habe mir jetzt den Rechner bestellt. Vor 2 Wochen, glaube ich. Oder vor einer Woche, ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, vor einer Woche. Rechner ist bestellt. Problem ist, die Grafikkarten sind ja momentan alle ausverkauft. Und ich kann jetzt erstmal noch paar Monate dauern, bis ich da tatsächlich den Rechner habe. Ich suche eigentlich nur mich suchen. Wo sind die? So ein schönes Geschenk für dich. Ja, das dauert jetzt leider. Leider. Irgendwo stehen die Häuser, ich weiß es schon gar nicht mehr. Da unten stehen 1, 2, 3. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ja, also Rechner müsste eigentlich mit der beste sein. Mit dem Pizmeet-Rechner da bestellt, dann kann ich streamen, Leute, und ich kann endlich ein paar Spiele nachholen, die ich noch nie gespielt habe. Zum Beispiel Star Wars Jedi Fallen. Da freue ich mich mega drauf. Wirklich. Wirklich. Und dann nächstes Jahr Harry Potter, ja? Ich hoffe, bis dahin ist dann der Rechner da, ja? Ich hoffe es einfach. Was haben wir hier? Staubsauger, Schimmelklein, Schulstuhl. Nichts. Gibt's hier denn was Neues? Ich denke auch nicht, oder? Erst ab morgen, meine ich. Ja, 50 Meilen. Danke. Nook Shopping, bitte. Nee. Glücksumschlag ist neu. Oh, es gibt doch. Oh, ich hab keine Sternis. Es gibt doch hier. Bokuyeminus Deck. Ich kann nicht. Ich kann kein Japanisch oder was das ist. Egal. Bankautomat. Ich brauche ein bisschen Geld. Auszahlung. Nehmen wir mal 20.000 mit. Das müsste reichen. Müsste reichen auf jeden Fall. Genau. Ne? Rechner. Wird dann bald kommen.
dann werde ich auch streamen, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe eigentlich gehofft, dass der Rechner vor dem 30. April kommt, weil da kommt dann Pokémon Snap raus. Das will ich unfassbar gern spielen und aufnehmen. Aber das weiß ich nicht, ne? Es kann sein, dass der Rechner bis dahin da ist, aber vielleicht auch nicht, ne? Grafikkarten ist halt, hat Nvidia gesagt, ne, ist momentan ein Problem bei uns. Nook mein Einwesen oder Nook Shopping? Was wollte ich? Nook Shopping wollte ich. Genau. Dann, außerdem gab es ein Dead by Daylight Update, was den hat ein bisschen verändert, aber es wird jetzt zum Glück nochmal erneuert, weil viele haben sich beschwert. Ich hätte mich auch beschwert, aber ich habe mich nur innerlich beschwert, Leute, ja? Also, es ist alles Gewöhnungssache, aber das dann... Sonst hat man alles schön kompakt, weißt du, links unten in der Ecke. Alle stehen, wenn jemand verletzt ist und sowas. Aber dann auf einmal hat man alles oben irgendwo hin. Oben stehen die Generatoren. Links oben stehen die Überlebenden. Unten links ist die Werkzeugkiste. Unten rechts sind die Perks. Das ist viel zu... Boah, viel zu schrecklich gewesen. Ganz ehrlich. Das ist gut, dass wir es ändern. Dann die ganz, ganz große News, Leute. Endlich. Crunchyroll hat jetzt Selective Conan die ersten 111 Folgen auf Deutsch. Japanisch weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich mittlerweile bei Folge 21 oder sowas. Lieber Detective Conan. Dafür braucht er aber ein Premium-Mitglied. Dings. Da auf. Dings. Kostet, glaube ich, 7,99. Ja. Oder 6,99 pro Monat. Guck mal eben. Boah, hier gibt es so viele. Was sind die normalen, ne? Ich glaube schon, Tapeten. Ne. Haben die nie. Sagt euch, das haben die nicht. Haben die einfach nicht. Ja, auf jeden Fall Detective Conan. Crunchyroll hat auch angekündigt, dass es bald mehr Folgen gibt von Detective Conan. Und ich hoffe, dass sie dann auch ein bisschen Podcast haben. Dass man direkt die neueste Folge mal legal anschauen kann. Weil in Deutschland, nee. Da kann man es nirgendwo legal anschauen. Die neueste Folge. Muss man erst, ne? Zu irgendwo hin da gehen. Irgendwo hin da gehen. Ja. Egal. Ja, bist du? 9? Oh, okay. Geld regiert die Welt. Wir können eigentlich mal wieder ein bisschen schwimmen gehen, denke ich. Ist aber kein Schwimmanzug. Hier, haben wir aber. Denn es soll, glaube ich, viele neue Meerestiere geben. Weil ich habe irgendwann keine Lust mehr auf Tauchen gehabt. Aber das können wir ja jetzt ein bisschen noch machen, ne? Ich meine, wir sind erst bei 13 Minuten. Oh, 13 Minuten. Das ist eigentlich gut. Okay, ich gucke jetzt mal weiter. Ich möchte noch ein ganz, ganz großes Problem momentan ansprechen. Und zwar Netflix, Leute. Netflix hat zwar Serien, ja, diese auch veröffentlicht, die mich auch interessieren. Zum Beispiel irgendeine Stadt momentan. Ich weiß gerade nicht, die zeitlose Stadt oder sowas. Auf jeden Fall ist die Serie wieder nicht auf Deutsch. Und ich hasse Untertitel, Leute. Ich hasse Untertitel wirklich. Weil ich suche Serien, ja, wo ich nebenbei spielen kann und nicht immer nach links schauen muss, um dann die Untertitel da zu lesen, Leute. Ich möchte mich ja hauptsächlich auf das Spiel konzentrieren, ja, und nicht nach links schauen müssen, damit ich Untertitel von der Serie ansehe. Deswegen bevorzuge ich tatsächlich die deutsche Synchronisation und... Ja, ich hoffe einfach, dass Netflix mal wieder mehr synchronisiert. Vielleicht liegt es auch gerade wegen Corona, wer weiß. Aber das hat mich schon ein bisschen genervt. Und deswegen habe ich die Serie dann auch nicht angefangen. Weil, ja, ich brauche Serien, die ich nebenbei beim Zocken schauen kann. Natürlich bei der Aufnahme schaue ich jetzt nicht nebenbei, außer vielleicht habe ich den Fernseher an. Da läuft gerade Superhändler oder sowas, weiß ich gerade gar nicht. Kenne mich nicht so aus. Leute, ich kenne mich nicht so aus. Genau. Sonst. Wieso habe ich Pokémon stehen? Was? Wieso habe ich hier. Ich habe auch mein Skript, ne?
Also ich habe mir Themen aufgeschrieben, die ich reden wollte, aber wie so Pokémon. Oh, warte, da steht irgendwas da drunter. Da steht Pokémon. Ach so, ah, nee, es war wegen dem Shiny. Also das hat gar nichts mit der Folge zu tun. Mit dem Paar zu tun, Leute. Vergesst, dass ich das einfach gesagt habe, ja? So, dann habe ich hier noch River stehen. Oh, ich weiß nie, welche Staffel. Da bin ich ja jetzt auf jeden Fall auch dran. Letzte Staffel. Nee. Ich weiß gar nicht, ob es die letzte Staffel wird. Auf jeden Fall gab es einen Zeitsprung jetzt in der letzten Folge. Das fand ich echt gut gemacht. Ja. Ne? Ich möchte gar nicht mehr dazu sagen. Eine Seegurke. Sei willkommen in meiner Truppe, Gurke. Ja, nice. Gurke, stecke ich mir mal in die Hose, ne? Boah, manche haben da ja nichts. Sonst habe ich. Also, Boruto schaue ich immer noch weiter. Ist momentan echt spannend, finde ich. Ich muss auch jedes Mal, wenn ich Animal Crossing aufnehme, ja, und über Serien rede, sagen, dass Boruto einfach gut ist. Momentan. Und besser als Naruto. Aber um Länge nicht so gut wie Shippuden, Leute. Um Länge nicht so gut. Dann Yashahime. Finde ich auch echt cool. Ich hatte bei den ersten 4 Folgen vielleicht Probleme reinzukommen. Aber mittlerweile ist es echt mega cool. Wirklich. Und dann schaue ich noch Vixos auf Crunchyroll. Das ist. Wie beschreibt man das? Ein Kart. Also sowas wie Yu-Gi-Oh! Nur etwas weiblicher. Aber dafür ist die Story viel, viel intensiver. Zumindest in den ersten 4 Staffeln. Die jetzige Staffel, da ist die Story nicht wirklich tief. Da geht es nicht wirklich ums Leben, sondern nur um ein Turnier, würde ich jetzt sagen. Ja, stellt euch einfach Yu-Gi-Oh! Für Mädchen vor und so etwa, aber nur mit einer düsteren Geschichte. In der ersten Staffel geht es zum Beispiel um ein Mädchen, was auserwählt wurde, das Eternal Girl zu sein. Und wenn jemand verliert, Leute, verschwindet die Seele von einem. Und ja, manche sind, glaube ich, auch gestorben bei dem Spiel. Und ich finde es immer interessant, dass dann zum Beispiel in der dritten Staffel, da war dann halt neuer Cast und die sagten dann, oh, guck mal, Vixos gibt's wieder. Das gab's so eine Zeit lang gar nicht. Und da denkt man sich nur, wieso gibt's das Spiel denn jetzt wieder? Das ist doch Betrug, ist doch gefährlich, oder nicht? Und dann war es genauso gefährlich. Weil die konnten dann, die wurden dann in die Karten eingesperrt, Leute, wenn man verloren hat. Beziehungsweise keine Chips mehr hatte oder sowas. Ihr müsst nämlich vorstellen, jede Person hat eine Hauptkarte gehabt, also so eine Art Hauptcharakter, wie bei Genshin Impact oder jetzt bei Animal Crossing wie der Typ hier. Und ich wäre jetzt der Spieler. Ja, und wenn man dann 3-mal oder 5-mal verloren hat, dann wechseln sich die Rolle und die Karte, ja, ist zum Beispiel jetzt eine Fee da drauf, die heißt Rosalia oder sowas. Und Rosalia übernimmt dann deinen Körper und deine Seele wird dann in die Karte eingesperrt und du bist dann die neue Karte. Bis du irgendeinen dummen Typen findest, der so oft verliert, bis du wieder draußen bist. Ja, darum geht es in dem Spiel. Zumindest in Staffel 3, Leute, ja? Und ja, gut, Leute, das war jetzt viele Serien, ich weiß, bis Mittwoch werde ich wahrscheinlich nicht, oder ne, bis nächste Woche werde ich jetzt nicht allzu viele Serien schauen, denke ich, weil ich jetzt erstmal mit Detektiv Conan bedient bin, aber vielleicht gibt es da doch noch ein paar Themen, ne, irgendwas, ich weiß nicht, mal gucken, Leute, ne, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und bis dann, euer Kamito. Haut rein, wir warten noch die 10 Sekunden ab. Und...
Tschüss.